Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Planet Crafter. Ja, und ich wollte euch mal reinholen hier bei Nacht und euch das mal zeigen, wie das hier leuchtet. Ich finde das sehr faszinierend, auch wenn hier die Brocken rumliegen. Und da kommt mir eigentlich gerade so eine Idee, ich könnte das für ein anderes Spiel gebrauchen. Und zwar für The Infected. Da könnte ich mir so ein paar Iridium- oder Uran-Brocken hinlegen und würde dann immer den Weg finden, dort wo ich hin muss, speziell zu unserer Kampfbasis. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Aber das fiel mir gerade so ein. Und ich wollte es heute eigentlich mal zeigen. Und ich wollte auch mal zeigen, wie das ist, wenn wir hier am Licht drehen. Und da wird es auf alle Fälle ziemlich hell. Echt schöne Sache. Na, dunkel, hell. Sehr schön. Wunderbar. Gut, lassen wir mal so. Und ich glaube, irgendwas dudelt hier schon wieder der Sauerstoff. Wahnsinn. Ja. Okay, gut. Dann einmal das hier raus. Na, komm her. Und einmal das hier rüber. So, dann trinken wir was. Und essen was. Dann ist das nämlich auch erledigt. So, nehmen wir das hier. Wunderbar. Ja, ich habe jetzt wie gesagt hier die Reste noch eingesammelt. Wir machen noch mal schnell einen Überflug über das Areal und schauen noch mal, ob wir noch irgendwo was sehen, finden, was wir jetzt auf die Schnelle noch einsammeln können. Und dann würde ich sagen, wir versuchen uns mal an so einer Biomasse-Rakete. Ja, das wird heute noch auf dem Programm stehen. Wenn wir dann das gemacht haben oder Zeit dafür was anderes haben, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir noch ein paar wichtige Geräte bauen können. Oder ein bisschen Innenausbau machen. Das war ja sowieso mit auf der Agenda, na, dass wir ein paar mehr Schränke da stellen, die Tafeln vielleicht etwas umstellen und ja, vielleicht das Ganze ein bisschen gemütlicher machen irgendwie. Weiß ich noch nicht, weil wir haben ja auch nicht so viel Stoff. Ne? Stoff ist, glaube ich, keine Ressource, die wir selber herstellen können. Die können wir noch finden. Das wäre nochmal so eine Sache irgendwie. Weiß ich nicht, ob es dafür irgendwas gibt, dass man Stoff irgendwie noch herstellen könnte. Ups. Upsala. So, ich glaube, das sieht erstmal soweit hier ganz gut aus. Ja, was jetzt noch übrig ist, das ist dann eben noch übrig. Wir wollen es auch nicht so vielleicht übertreiben. Ich schaue nochmal hier drüben und da drüben war auf alle Fälle noch ein bisschen Iridium. Und unter Wasser haben wir ja auch noch was, ne? Das werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt uns gönnen. So, wie gesagt, da haben wir nämlich genug für die Raketen. Und ich werde die Extraktoren hier vorne plündern, dass wir uns Superalloy herstellen können. Ja. Wie gesagt, ich glaube, so einen T2-Extraktor haben wir noch nicht freigeschaltet. Da weiß gar nicht, was da die Begrenzung war. 650 Millionen Terraform-Index. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Auf alle Fälle war irgendwas bei 650 Millionen. Naja, wir werden es herausfinden. So, gut. Machen wir hier die letzten Stäbe davon. So, das passt. Wunderbar. Und dann tun wir das mal rüber. Dann ordnen wir das mal. Und dann haben wir 16 Stück. Und könnten noch einen 17. machen. Also haben wir 7 im Plus. Ja, das lohnt sich doch auf jeden Fall, oder? Und hier können wir noch ein paar Reaktoren machen, falls wir das brauchen. Würde ich aber jetzt nicht alles verbauen. Und ja, lassen wir das einfach mal so im Raum stehen. Gut, ich werde das mal hier drüben schauen gehen, was wir für diese Rakete brauchen. Und ich vermute ja mal, wir müssen bestimmt was im Labor herstellen. Biomasse-Rakete. Ja, okay. Gut, also erhöht die Geschwindigkeit, mit der sich das Moos ausbreitet. Hier fehlt das S. Ausbreitet. durch die Verteilung von... Ja, Verteilung von Bakterien vom Weltall aus wird ein planetenweiter Bonus aktiviert. Biomasse-Multiplikator mal 1000. Wir brauchen also die Baumrinde. Ich glaube, da haben wir eins da. Ja, dann brauchen wir ein Triebwerk. Da haben wir auch, können wir ein paar machen. Biomasse, aber wir haben nicht so viel Baumrinde. Den Lirma-Samen haben wir genug. Und Dünger können wir auch genug machen. Okay, also, schauen wir nochmal. 2 Superalloy, das heißt, wir brauchen 10 Superalloy. 10 Superalloy, ich brauche 5 Triebwerke, 10 Superalloy, 5 Dünger, 5 Lirma-Samen. Ja, kriegen wir irgendwie alles hin. Werde mich gleich mal drum kümmern. So, die Baumrinde macht mir Probleme. Ich glaube, das ist ja was für den
DNA-Dingster-Boomster, ne? Da können wir mal ganz kurz hier reinschauen. Da werden wir es bestimmt nicht finden. Und wir haben diese Buch oder Stufe 4. Buch oder Stufe 4. Ne? Das ist nämlich der erste, der zweite, der dritte und der vierte. Ne? Ja, so machen wir das. Okay, ich würde mal hier schauen. Denn hier haben wir die Saatstreurakete. Die kommt bei 650 Millionen. 700 Millionen kommt der DNA-Manipulator. Dann kommt hier der Baumsamenstreuer und Kernfusionsbrennstoffzelle. Wow. Hammer. Dann haben wir hier den Heizung der Stufe 4, den Verteiler. Hier haben wir den Kernfusionsgenerator, den Bohrer der Stufe 4, das haben wir gerade schon gesehen. Und hier haben wir den Extraktor, der kommt bei 300 MPa. 365 Millionen MPa. 365 Millionen MPa. Ja. 365. Da müssen wir wohl, glaube ich, nochmal 7 Mal so lange warten. Da müssen wir noch ein bisschen was für den Luftdruck tun. Aber okay, das wird schon mit der Zeit. Wir wollen es auch nicht übertreiben. Ja, das sieht alles super aus. Okay, ich habe gesagt, wir brauchen Lirma-Samen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen den Baumsamen, haben wir, glaube ich, oben, ne? Wir brauchen, was hatte ich noch gesagt? Raketen, 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt dafür... 5 davon und 10 davon. Braucht man wirklich 10 davon? Jupp. Davon braucht man 3, 4, 5. Das muss ich nochmal schauen. Ja. Das. Da brauchen wir im Endeffekt, brauchen wir Superalloy. Wir brauchen Superalloy. Gut. Dann machen wir Superalloy, ist da kein Ding. Dann werde ich die mal hier leeren. Ich glaube, hier fehlt uns wieder einiges, ne? Vor allem fehlt uns Aluminium. Wir haben noch kein Aluminium geholt, fällt mir gerade ein. Wow. Ja. So viel dazu. Werden wir gleich mal machen. Aber ich will erstmal noch ein bisschen Superalloy machen. Halt, warte mal. Ich brauche hier ein bisschen was von dir. So, reicht das? Okay. Entschuldigung, ich komme immer auf die falsche Taste, aber es ist halt so, ne? Halt, da brauche ich Kobalt. Wow. Irgendwas fehlt ja immer, kann das sein? Gut, dann brauche ich hier noch 1 und 2 davon. Das andere können wir hier rüber tun. Jawohl. Gut, dann würde ich sagen, ich nehme mal hier noch was auf davon. Davon brauche ich noch was und davon brauche ich noch was. Das tue ich mal ein bisschen was zurück. Und dafür nehme ich ein bisschen was davon. Und ich glaube, es fehlt trotzdem noch was, oder? Nee. Gut. Titan. Wo ist es denn hin? Hier. Aber Entschuldigung. Aber ich finde das gerade. Hast du das? Fehlte das? Ich glaube, irgendwas fehlt noch. Nochmal Titan. Ich krieg hier die Krise. Aber so kriegen wir es halt ein bisschen fort. Das Überschüssige. Wow. Thank you.
Na gut. Auf alle Fälle haben wir ein bisschen Vorrat jetzt. Halt, hier haben wir auch noch was. Heftig, oder? Das sag mal, so viel Titan verbrauchen wir da gar nicht. Ich habe da gerade erst geholt. So. Okay, das fehlt jetzt. Jetzt ziehen wir das zurück, was hier. Gut, das ist nicht so viel. Dann können wir das super Alloy hier reintun. Jawohl, die vier Stück nehmen wir mit. Dann haben wir ja fast alles aufgebraucht. Dann ist das ja gar nicht so schlimm. Okay, gut, dann haben wir schon mal das. Jetzt würde ich gerne den Ausflug ins Aluminiumgebiet machen. Wir haben kein Wasser, aber das kriegen wir hin. Wir haben dort auf alle Fälle Wasser. Und wir können uns auch dieses Gerät machen. Und schaut mal, ich glaube, da hinten wird es schon grün. Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein, dass das schon grün wird? Haben wir wirklich... So, das nehme ich mit. Jupp, jupp, jupp. Sehr gut. Weitermachen. Haben wir... Das muss ich mir überlegen. Wir haben noch keine Rakete gebaut, aber es wird schon grün. Wir haben schon eine leichte Grünfärbung. Seht ihr es? Hammerhart. Ich habe da noch gar keine Rakete hochgeschossen. Oder tut er das schon so ein bisschen vorbereiten, obwohl wir es noch gar nicht haben, wenn es hier wieder verschwindet? Nee, die Grünfärbung bleibt, ne? Ein bisschen bleibt es. Cool. Total geil. Gefällt mir richtig gut. Gefällt mir richtig gut. So, wunderbar. Da werden wir mal schauen, ob wir von den Raketen heute noch was machen können. Was habe ich denn jetzt alles dabei hier? Das können wir mal hier reintun. Wir können das eigentlich mal ordnen, dann ginge das besser. So, das geht hier rein. Das geht hier rein. Und der geht hier rein. So, Aluminium einmal hier rüber. Sehr gut. Sehr schön, da sind wir wieder voll. So. Was hatte ich gesagt? Wir brauchten zwei Triebwerke, müssen wir da machen. So, dann brauchten wir Baumsamen. Da müssen wir mal oben schauen. Wo habe ich denn den hingetan? Baumsamen. Haben wir da keinen gefunden? Müssen wir da warten, bis wir... Methankartusche. Ich will jetzt gar nicht erst fragen. So, ich schau mal hier rein. Biomasse-Rakete erhöht die Geschwindigkeit, mit der sich Moose ausbreiten durch die Verteilung von Bakterien im was vom Weltall ist, wird ein Planeten weiter Bonus aktiviert. Ja. Biolabor. Algengenerator 2. Gut. So wird es, glaube ich, gerade nichts. Das heißt, wir werden das mal anders machen, denn ich glaube, wir brauchen dazu ein bisschen andere Sachen, die wir gerade nicht haben. Das heißt, ich werde nochmal in die Algensache investieren. Okay. Lass mich mal überlegen. 1, 2, 3, 4, 5. Was haben wir denn am Bioplasma noch? Da ist nicht mehr viel. Konnten wir das oben herstellen? Das ist jetzt eine gute Frage. Hier konnten wir es nicht herstellen und hier vorne sicherlich auch nicht. Nee. Ich muss überhaupt mal schauen. Wir haben Abbaugeschwindigkeit T4. Haben wir den schon? Jo, haben wir. Beweglichkeit T3 haben wir auch, ne? Nö, haben wir nicht. Wir haben den 2er. Okay. T3 und ein Schwarzpulver. Schwarzpulver können wir doch oben machen. Muss ich mal schauen, ob wir hier was haben. Nee, auch nicht. Was willst du für Schwarzpulver? Zwei Schwefel, ein Iridium. Jetzt haben wir kein Iridium dabei. Oh wow, das ist ja wieder. Aber ich kann mal schauen, was du für Dünger... Okay.
Ja, so ist es halt. Iridium. Ich nehme mal 5 mit nach oben. Ja. Schwuppdiwupps. Hier ist nichts drin, ne? Nee. Gut, dann ein bisschen Schwefel. 1, 2, 3. Was haben wir denn hier Schönes? Mhm. Düngere Stufe 2, Düngere Stufe 1. Bioplasma. Ah, Bioplasma, da haben wir es doch. Silikon brauchen wir dafür. Das ist natürlich genau das, was wir wieder nicht haben hier oben. Seht ihr, das hat alles eine Verwendung. Ne, nee, hier war's. Und es geht alle. Aber ich habe da zufällig eine Idee, wo ein riesiges Vorkommen an Silikon ist. Hammer. Ich sag's doch, irgendwann braucht man das. So, wunderbar. So, einmal hier rein. So, was wollte ich jetzt? Wasser und Pilze. Schwefel. Ich tue mal hier beim Schwefel da was rein davon. Okay, ich tue das mal draußen hin. Ich merke schon, der will nicht mit uns spielen hier, so wie wir das wollen. So, Wasser. Ich brauche da, keine Ahnung, davon was. Algen brauche ich was. Und davon brauchte ich auf alle Fälle was. So, wunderbar. Gut, dann Silikon braucht man natürlich auch was. Ne, ganz klar. Haben wir keinen Platz mehr. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muss ich mal überlegen. Wir hatten unten 3, jetzt haben wir hier 3. Wie viel brauchen wir? Ich glaube, wir brauchen immer 2 Stück, ne? Genau. Und dann brauchen wir Dünger. Dünger sind 3 davon und 3 davon. Okay, wunderbar. Eins, zwei, drei. Algen. Jupp, was brauchen wir noch? So. Ach hier, Früchte. Die guten Früchte. Mhm. Gut, dann haben wir schon mal das. Das lasse ich jetzt hier. Wasser tue ich hier hinten hin. Und Algen kommen hier rein. So, wunderbar. Ich glaube, dann haben wir erstmal soweit alles. Mehr oder weniger. Das nehme ich hier mit. Dün, 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 dün. Und ja, jetzt muss ich nochmal unten schauen, wie wir das jetzt hier machen. So, was brauchte ich? Ich brauchte hier auf alle Fälle den Dreier. Dafür brauche ich 2 Osmium. Und den Dreier, 2 Osmium, ein Alloy. Und den alten Booster. Nee, Quatsch, haben wir den T3 schon? Quatsch, was wollte ich denn jetzt? Nee, hier vorne wollte ich irgendwas, ne? Hier, die Stiefel waren es. Stiefelbeweglichkeit 3. Da haben wir die 2, genau. Okay, dann werden wir den mal raushauen. Die 3. Ja, habe ich irgendwas? Habe ich zu viel gemacht? Okay, dann ist das so. Na gut, kann man nicht ändern. Aber so passiert es halt. So, und ich glaube, da haben wir den T3 jetzt in der Produktion.
Wir können den ausrüsten. Wir machen das nochmal schön. So, dass das alles passt. Und dann sind wir auch beim Laufen ein bisschen schneller, glaube ich, ne? So, wir können mal schauen. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit 45%. Naja, läuft doch. Gut, bam, 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 bam. Hier, das tue ich mal hier rein. Triebwerke. Im Magnesium kommt hier rüber. Nee. Das hier. So. Wunderbar. Dann kann ich das, glaube ich, wieder zurück tun. Und können wir jetzt hier noch irgendwas machen? Nee, das haben wir alles. Fünfer. Den Fünfer haben wir auch schon, ne? Fünfer haben wir auch schon. Ich schaue nochmal hier. So, das ist das. Da haben wir den Zweier. Genau. Sauerstoff haben wir auch den Dreier. Da haben wir den Fünfer. Ja, also Vierer haben wir schon, genau. Ja, läuft soweit. Gut, Raketen. Ich habe jetzt 5 Raketen hier. Ich weiß gar nicht, wie viel wir davon brauchten. War das mehr? Und ich weiß auch gar nicht, ob wir Super-Alloy noch brauchten. Ich habe es vergessen. Aber dann gehen wir einfach mal schauen. Ist doch kein Problem. Ist ja nicht so weit. Und glücklicherweise sind wir ja ziemlich schnell unterwegs. So, Biomasse. Also, da brauchen wir Lärmer und wir brauchen die Baumrinde. Irgendwo hat man doch die Baumrinde. Hatte ich die irgendwo zurückgelassen? Das ist eine sehr gute Frage. Und bis wir das Problem gelöst haben. Ja, schade, ich weiß nicht, wo ich die gelassen habe. Ich bin mir ziemlich sicher, wir hatten eine Baumrinde, oder? Ne, wir hatten das hier. Baumsamen Terra hatten wir, ne? Hm. Okay. Gut, dann würde ich das mal so belassen hier. Ich werde das mal hier zurück tun. Das war jetzt nicht so prickelnd. Krieg mal aber hin. So, ich würde was trinken. Sehr gut. Okay, dann schauen wir nochmal, ob wir noch irgendwas bauen können. Wir haben das, 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 das. Den hier, den guten. Ja. Warte mal. Ich will mal die hier haben. Denn ich wollte gerne eigentlich ein bisschen noch hier Schränke bauen. So, dann machen wir erstmal. Muss ich mal schauen. Ihr habt das so und so. Dann kommt die hier raus. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit weg vom Schuss, aber das kriegen wir hin. Jo, das passt. Okay, ich glaube, das ist okay. Dann machen wir dasselbe nochmal hier hin. Denn an Schränken sollte uns ja nicht fehlen, glaube ich, ne? So, den werden wir. Können wir den eigentlich hier zentral sitzen lassen, aber den würde ich gerne umbauen. Und weil ich das gerne würde, wird man das mal, glaube ich, hier so hinsetzen. Das passt, glaube ich, ganz gut. So. Okay, das passt. Dann drehen wir den mal hier rum. So, wir haben natürlich, sind wir hier ziemlich weit rüber gekommen. Dann machen wir den nämlich nochmal und setzen den ein bisschen näher ran hier. So, wunderbar. Dann sieht das einfach schöner aus. Ja, genau. So, dann werde ich die Sachen hier nochmal draufsetzen. Dann brauchen wir Silizium, Magnesium. Ja, Silizium und Magnesium. Das kriegt man hin. Nee, kriegt man nicht hin. Wow, haben wir das alles vermehrt? Krass. Krasse Sache.
Tja, und da sind wir voll. Seht ihr? Was wollte ich jetzt eigentlich bauen? Die Monitore. Ja. So, okay, dann fangen wir einfach mal hier an mit den Forschungsdaten. Wie viel kriegen wir denn hin? Vier Stück. Vier Stück kriegt man. Eins, zwei, drei, vier. Ja, mehr brauchen wir auch nicht. Dann würde ich die eigentlich... Das könnte ein bisschen knapp werden. Würde ich die mal so setzen. Nachrichten. Und da brauchen wir einen Chip, den Mikrochip-Kompass. Warte mal, den habe ich hier drin. Ja. Den kann ich dir mal so überlassen. Okay. Passt. Zerlegen Bildschirmkarte. Energiebildschirm, ja. Müssen wir nämlich wieder genau aufpassen, dass wir das Richtige zerlegen hier. Ihr merkt das schon, ne? Zerlegen Wohnabteil. Bildschirmübertragung, das ist echt der Hammer. Schreibtisch. Jawohl. So, da haben wir den nämlich wieder und dann können wir den da einsetzen. Und da haben wir das jetzt, ja, toll. Also, wir haben die Moose haben wir erreicht. Deswegen haben wir auch die leichte Grünfärbung schon und wir sind jetzt bei den Kräutern. Und wir haben 209 Millionen Terraform-Index. Momentaner Stand. So, gut, okay. Da haben wir schon mal das. Ja, okay. Gut, ich würde mal das hier rüber tun. So, einmal geordnet. Auch das füllen wir wieder auf. Sehr gut. Jetzt muss ich kurz überlegen. Schränke wollte ich noch bauen, ne? Ein paar Schränke noch. Ja, das ist okay. Dann machen wir hier nämlich noch ein paar Schränke hin. So, sehr gut. Ja, ich weiß noch nicht, ob wir die Leiter vielleicht noch mal umsetzen. Die ist zwar direkt am Turm dort, aber müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Eins, zwei. Halt, hier willst du hin. Jo, und dann sehen wir weiter. So. Ja, ich glaube, so ist das okay. Gut, den hier hinten können wir bestimmt auf alle Fälle schon mal... Haben wir den schon benannt? Ja, haben wir schon. Das Eis nehme ich mal raus. Das kommt hier in den... mit rein und wir können mal schauen, was hier dieses Regal kostet. Okay, ein Superalloy, ein Kobalt und ein Eisen war es, ne? Was ist denn das hier drin? Okay. So, wunderbar. Und dann würde ich sagen, wo tun wir das hin? Eigentlich wäre es ideal, wenn man das hier so ein bisschen daneben stellen könnte. Habe ich das jetzt da reingetan? Keine Ahnung. So, wenn man das hier ein bisschen daneben stellen könnte, funktioniert das? Irgendwie schon, oder? Ich glaube, das würde ich gleich nochmal bauen. Oh, kriegen wir voll die Hütte voll hier. So, wunderbar. Dann machen wir hier noch was hin. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir schnappen uns davon ein paar. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel hier reinpassen. So, vier, sechs Stück. Aha, gucken wir einer an. Und hier haben wir 2, 4, 5, 6 Stück. Das sind 12. Wir haben plus 10. Dann lassen wir eins frei. Dann würde ich sagen, wir fangen mit einer Rakete an. Dann machen wir Radaranlage, Raumkapsel. Ne, andersrum. Wir fangen mit der Raumkapsel an. Rakete, Radaranlage. Raumkapsel, Rakete. Können wir uns das merken? So, warte mal. Ja, genau so.
Sehr gut. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Sollte es, glaube ich, passen. Ja, sieht doch ganz nett aus, oder? Schön. Haben wir wieder was erreicht und so geht es Stück für Stück voran. Es wird immer schöner. Wie gesagt, die Schränke kommen hier weg und auch wahrscheinlich die hier kommen wieder weg. Ich weiß es noch nicht genau, wie wir es machen. Wäre mir auf alle Fälle lieb. Mir wäre eigentlich lieb, hier eine Leiter hinzumachen. Das muss ich auch sagen. Und auch ein bisschen mehr Licht hier drin zu machen, aber alles Stück für Stück. So, was haben wir denn noch als nächste Sache? Hier, den hier würde ich bauen wollen. Da brauchen wir Mikrochip-Dekonstruktion zweimal. Was brauchen wir da? Mikrochip-Dekonstruktion. Das kriegt man doch ganz easy hin. Und dann brauchen wir 3 Superalloy. Sehr schön. Zum Glück haben wir da ja keinen Mangel. wo tun wir das hin? Gute Frage. Ich würde es eigentlich gar nicht so hier hin tun wollen. Jetzt haben wir hier durch die Mitte gar keinen Durchgang mehr, ne? Weißt du was, ich setze dich einfach mal hier hin und ich hoffe, dass das gut aussieht und es sieht nicht gut aus. Eins reintun. Dann wird das jetzt recyceln und hier kommt dann die Reste raus. Das ist ja mal genial. Was können wir mal recyceln? Haben wir irgendwas Altes zum Recyceln? Die würde ich aber gerne hier hin. Warte mal. Ja, dann lassen wir nämlich hier den Durchgang. Genauso hätte ich das gerne. Ja, dann ist das cool irgendwie. Ja. Müssen wir mal schauen, was wir hier haben zum Recyceln. Ich glaube, wir haben gar nichts zum Recyceln. Also Chips werden auf keinen Fall recycelt, weil ich auch nicht weiß, was wir rauskriegen. Und ich weiß nicht, wenn man so einen Iridiumstab mal... oder so einen Uranstab machen. Funktioniert das? Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und... Halleluja! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Also, wir haben keine Probleme mehr, wenn wir uns vertun. Um das mal so deutlich zu sagen. Wir können also... jetzt alles wieder in die Bestandteile zurück zerlegen. In den Recycler, den gab es im Prolog auch schon. Irgendjemand hatte da geschrieben, du hast doch einen Recycler. Aber ich weiß gar nicht, den haben wir nicht gebaut, weil wir den nicht hatten. Den hatten wir irgendwie nicht. Ich weiß aber nicht mehr, wie das zusammenhängt. Das ist nämlich genau das Problem. Jeder hat so ein bisschen anderes Entwicklungsstand. Zumindest im Prolog war das so. Und ich hatte den Recycler zum Beispiel nicht. Aber selbst wenn ich den gehabt hätte, hätte mir das, glaube ich, nicht den... Effekt gebracht, weil ich nichts hatte zum Recyceln. Naja, wie auch immer. Wie spät haben wir's? Ja, wir sind schon wieder an der Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn dem so ist. Ne? Oh, es wird grün. Mein Badestrand verschwindet, hallo? Sofort Unkraut extra auf hier. Mein Badestrand ist weg. Ich war wahnsinnig. Unter Wasser auch grün? Okay. Unter Wasser auch. Gut. Dann ist das so. Lässt sich nicht ändern. Ja, was willst du machen, ne? Unter Wasser auch. Okay. Wie das leuchtet, ich finde das total faszinierend. Okay, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Und auf bald. Macht's gut.